Hallo, mein Lieben. Ich bin ein bisschen leise. Wir haben es geschafft. Kleine Maus ist da. Liegt hier gerade ganz brav und schläft. Und wir haben auch schon unser Zimmer bezogen. Wir haben ein Familienzimmer bekommen. Hier ist noch Felix' Bett. Felix ist gerade am Tisch und schreibt. Irgendwas, er muss irgendwas ausfüllen. Genau, wegen dem Namen, ne, oder? Genau, wir haben jetzt gerade was gegessen noch, seht ihr hier? Hier ist ihr Bettchen. Und ja, wir haben eine sehr schnelle, sehr krasse Geburt hinter uns. Ja, aber das werdet ihr alles im Geburtsbericht erfahren. Da schläft die Maus. Ich war auch gerade schon das erste Mal auf Toilette. Mit Schwester, weil wegen Kreislauf. Ich habe es auch gemerkt, als ich dann fertig war, mich wieder aufs Bett gesetzt habe, dass dann doch der Kreislauf ganz schön gearbeitet hat, sage ich mal. Genau, und jetzt haben wir gerade, wieder war ich gerade auf Toilette, werde es gleich noch zu Ende essen. Und dann haben wir hier gerade ihre ersten Sachen rausgelegt, die sie gleich anzieht, weil noch ist sie nur in Windel. Finde ich total schön, weil ja, sie bekommt so ein bisschen meine Wärme noch. Ist auch ganz wichtig. Und dann werden wir auch langsam schlafen gehen. Ich weiß nicht, Schatz, wie spät ist es? Halb zwei. Halb zwei in der Nacht. Ich bin überhaupt gar nicht müde, aber wir müssen ja auch gleich mal schlafen. Morgen kommt, denke ich, viel Besuch. Und ja, müssen wir jetzt so ein bisschen kennenlernen. Der Kleine muss noch ist alles tippitoppi, also die ist wirklich ein Vorzeigebaby. Aber wir schauen mal, wie sich das noch so entwickelt. Hallo, meine Lieben, guten Morgen. Wir haben Mittagszeit, nee, abends, Bettnisszeit. 8 Uhr irgendwas, oder ich glaube knapp 8 Uhr morgens. Und schon seit einer Stunde wach. Und es gibt jetzt hier Frühstück gerade. Warte, ich drehe euch mal um hier. So, auf die andere Seite. Da ist auch der Felix. Und die kleine Mause liegt hier im Beistellbett, schläft gerade. So halb. Die hat nämlich auch Hunger. Die möchte gleich nochmal gestillt werden. Sie wird das erste Mal gewickelt. Ja, wir haben sie gerade das erste Mal gewickelt. Felix hatte Probleme mit den Nerven. Ja, weil die Windel war wirklich voll. Ich glaube, das komplette Kindspech ist davon gegangen. Aber das hat man auch gemerkt in der Nacht, dass sie hat ordentlich gedrückt und so immer. Und genau, Windel war ordentlich voll. Fand sie jetzt nicht so lustig, aber ist, glaube ich, ganz normal. Umziehen an sich ist überhaupt gar kein Problem. Das findet sie toll. Auch ohne Wärmelampe oder so. Aber eben so das Popo abwischen mit kalten Feuchttüchern ist ja auch total bescheuert. Deswegen gibt es bei uns sehr warmes Wasser für die kleine Maus. Und genau, jetzt essen wir erstmal. Ich habe hier noch ein kleines Mini-Bäuchlein, was ich hier immer irgendwie anfassen muss, weil sich das komisch anfühlt, weil das alles noch so wabbelig ist. Aber genau, Nacht war sonst in Ordnung, aber das erzähle ich nachher nochmal. So, meine Lieben, der Tag ist auch wieder vorbei, zum Glück endlich. Wir haben es 8:30 und wir gucken gerade ein bisschen Fernseher. Wir haben herausgefunden, wie er funktioniert. Und das Nachbarbaby schreit schon wieder. Unsere kleine Maus ist hier ganz artig. Schläft. Gerade nochmal bestimmt eine Dreiviertelstunde habe ich sie gerade bestimmt gestillt. Sie war immer noch nicht fertig, aber ich musste so dringend auf Toilette. Genau, wollte ich noch sagen? Irgendwas zur Nacht, genau. Die letzte Nacht war schlimm. Ich habe bestimmt so eine Stunde geschlafen, aber auch nicht am Stück, sondern immer so verteilt. Aber die Kleine war einfach immer wach und will immer auf Bauch, also auf meinem Bauch schlafen. Und ich bin Rechtsschläfer, also ich kann nur auf der Seite schlafen. Und genau. Des Weiteren hat mir mein Stillmond gefehlt, weil ich ja meine Knie nicht aufeinander machen kann. Weil das tut da unten noch alles weh und keine Spuckmann. Ja. Oh, Mausi. Die ist ein kleines Spuckmonster. Zum Glück habe ich so viele Bodies gekauft. Weil wir haben sie gerade umgezogen vorhin.
Und waren gerade im Zimmer, hat sie sich wieder vollgekotzt. Und ich habe jetzt keine 50er Bodies mehr mit. Müssen morgen mal gucken, ob die 56 passen. Felix hört den Fernseher. Der Lautsprecher geht nämlich hier über diese Fernbedienung. Und genau, er hört das jetzt, damit ihr das nicht hört, damit die Blumen kann. Genau so. Hallo, mein Lieben. Ich bin gerade am Stillen. Wir haben gerade gefrühstückt. Und die kleine Maus hatte gerade ihren Hörtest. Alles super. Felix liegt schon wieder im Bett. Immer noch. Immer noch. Ja, wir bekommen gleich Besuch von Felix Eltern. Also hier ist Oma und Opa. Und dann wollen wir gleich fragen, ob wir nach Hause dürfen. Wir wissen nicht, ob das klappt. Aber wir versuchen das. Weil wir, ja, zu Hause ist einfach am schönsten. Genau. Und jetzt werden wir erstmal gleich hier auch räumen, die Kleine umziehen, weil sie ist ein richtiges Spuckbaby geworden und spuckt sich die ganze Zeit voll. Hallo, meine Lieben. Ja, wir haben gestern gar nicht mehr weitergefilmt, weil wir doch ganz spontan nach Hause durften. Total schön. Und jetzt sind wir also schon einen Tag zu Hause mit der kleinen Maus. Und wir haben uns sozusagen selbst entlassen. Was jetzt aber auch ja, überhaupt gar nicht schlimm war. Die Kleine wurde vom Kinderarzt untersucht, alles top. Ihr wurde Blut abgenommen für dieses Neugeborenen-Screening noch. Und ich wurde untersucht, bin nochmal in den Kreißsaal hoch. Da hat die Hebamme, die mit uns entbunden hat, noch ein bisschen mit mir gequatscht. Und ja, war total toll alles gestern. Und wir sind dann ja, ganz spontan gegen Mittag nach Hause. Felix Eltern waren auch noch zu Besuch. Mit denen sind wir dann zusammen nach Hause gefahren und haben denen auch noch die Baustelle oben gezeigt dann. Und genau, jetzt sitzen wir schon wieder im Auto, wie ihr seht. Und wir haben auch schon den nächsten Tag. Die Kleine ist jetzt wieder so ungefähr 2,5 Tage alt. Das ist toll, die Hebamme war vorhin schon da, heute Morgen ganz früh um 8. Und hat sich auch nochmal alles angeguckt, hat den Nabel nochmal untersucht. Die im Krankenhaus haben gesagt, der Nabel wird relativ schnell abfallen. Die Hebamme sagt jetzt allerdings, es dauert noch ein paar Tage, aber das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Ich meine, die Kleine ist 2,5 Tage alt, erwarten wir gar nichts. Und genau, sie ist jetzt die ganze Zeit auch wach. Also sie guckt die ganze Zeit. Hier oben haben wir so ein Fenster, so ein Panoramadach, sag ich mal. Und da guckt sie die ganze Zeit raus, total toll. Und was der Hebamme vorhin auch aufgefallen ist, sie fokussiert schon oben das Mobile über dem Wickeltisch. Also das ist schon sehr erstaunlich, dass sie das schon so wahrnimmt. Also sehr, sehr schön. Jetzt fahren wir zu Felix Arbeit, weil er muss einen Schlüssel abgeben, den er vor lauter Stress vor 2 Tagen nicht abgegeben hat. Also als ich ihm geschrieben habe, dass es losgeht, hat er ihn vor lauter Stress einfach vergessen. Aber der muss abgegeben werden und dementsprechend machen wir das jetzt. Felix Arbeitskollegen freuen sich auch schon riesig, die Kleine kennenzulernen. Uns geht es soweit gut, dass wir wirklich unterwegs sein können. Und dementsprechend ja, fahren wir jetzt einmal auf Felix Arbeit. Und danach genießen wir so schön die Zeit als Familie. Also Felix hat die Urlaub. Und wir genießen es auch wirklich total, die Zeit so. Und wollen das natürlich auch alles schön genießen, weil es vergeht so schnell, wenn man jetzt schon wieder überlegt, dass die Kleine schon wieder 3 Tage alt ist. Das ist schon krass. Genau. Und jetzt fahren wir, wie gesagt, los. Wickeltasche haben wir auch. Kinderwagen haben wir auch hinten im Auto, damit die es schön bequem hat gleich, wenn wir da sind. Und dann schauen wir mal, wie wir euch heute mitnehmen. Ich versuche ja immer so ein bisschen zu vloggen. Es ist echt nicht einfach mit Baby. Und man vergisst es auch einfach total schnell. Aber wir wollen das ja auch so ein bisschen festhalten. Und mal gucken, was ich daraus alles zusammenschneide. Da liegt die Kleine auf jeden Fall. Sie hat so eine richtig süße Steinchenjacke an. So, meine Lieben, wir waren auf Felix Arbeit und haben alle Leute besucht. Die Kleine wurde überall angeschaut und bewundert. Und jetzt sind wir gerade schon bei Felix zu Hause angekommen, weil wir dann doch noch schnell jetzt zu Oma und Opa einmal huschen wollten. Vielleicht auch noch zu Uroma, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was so ja. Dann haben wir mal zu Lias Uroma, denn die gibt es auch noch. Also es ist ja, also ich kenne sehr, sehr wenige, die noch eine Uroma haben. Ich habe auch keine gehabt. Doch, ich hatte eine. Ja, aber die ist relativ, da war ich 7, da ist sie gestorben, genau.
Darum geht's gar nicht. Also, wir wollen dann nochmal gucken und die Kleine nochmal rumzeigen. Jan ist auch da, der freut sich bestimmt auch. Ne, Schatz? Ja. Genau. Und dann fahren wir jetzt aber erstmal zu seinen Eltern. Kleine Maus liegt hier wieder. Es regnet leider total. Und es war eben total doof mit dem Kinderwagen, denn im Regen und so. Und denn sie umpacken aus der Babyschale raus. Total doof. Und nächstes Mal nehmen wir einfach die Maxi-Cosi-Adapter mit. Für den Kinderwagen. Machen wir einfach die Maxi-Cosi rauf und dann. Oder den Cybex rauf. Und dann ist es, glaube ich, angenehmer. Auch weil sie jetzt. Ja, das Raus und Rein im Kinderwagen war jetzt nicht so ihr Ding. Gerade und. Genau. Aber das kriegen wir auch noch alles hin, weil jetzt der erste. Versuch sozusagen einmal rauszugehen, aber Kinderwagen mag sie auf jeden Fall. Also den Jules, den wir haben, kennt ihr ja noch gar nicht. Wir haben einen neuen Kinderwagen, ein Jules Geo, und den mag sie ganz gerne. Also sie hat die ganze Zeit geschlafen, war ganz friedlich, manchmal ab und zu ein bisschen gequengelt, aber das ja, gehört ja auch dazu, ne? So, meine Lieben, wir sind auf dem Heimweg. Ihr seht uns irgendwie heute nur im Auto, aber das ist ja nicht so schlimm. Genau, wir sind auf dem Heimweg. Wir waren bei Oma und allen Arbeitskollegen. Wir haben alle einmal gucken lassen und sind alle total begeistert von der kleinen Maus. Aber kann man ja auch nur. Die ist einfach so, so zucker. Sie schläft hier auch ganz, ganz lieb wieder. Also Autofahren ist total ihr Ding. Sie mag dieses Eingekuschelte in der Babyschale und aber auch, denke ich, das Autogeräusch. Ja, das. Was? Und das Dach, genau. Also sie guckt immer, wenn sie wach ist, guckt sie immer oben raus. Findet sie total toll. Jetzt schläft sie aber die ganze Zeit und wir haben sie eben gewickelt bei Felix zu Hause und ich habe versucht zu stillen, aber sie wollte nicht. Aber dann ist es auch nicht so schlimm. Ich werde sie jetzt gleich nochmal anlegen. Und genau, was uns aufgefallen ist, ich erwarte so die nächste Zeit jetzt den Milcheinschuss, weil meine rechte Brust ist auf jeden Fall richtig, richtig auf Spannung. Das habe ich heute Morgen schon gemerkt und sie läuft auch schon einfach so aus. Also das ist auch neu sozusagen. Ich denke, da wird es dann den Milcheinschuss jetzt die nächste Zeit geben. Und da berichten wir euch natürlich dann auch, wie das so ist, ob das weh tut. Also im Moment ist das Stillen ja noch nicht so schmerzhaft. Es tut die ersten 2 Minuten weh, wenn sie saugt. Einfach weil die Brustwarze schon einmal geblutet hat im Krankenhaus. Und da sind wir jetzt aber fleißig schon am Cremen. Das haben die uns auch empfohlen im Krankenhaus. Und ja, sonst tut es eigentlich nur wirklich nur weh, wenn sie halt die erste Zeit saugt. Die ersten paar Züge, das tut ein bisschen weh. Aber dann läuft es eigentlich ganz gut. Und das, sie macht das auch ganz toll. Also ich kann sie wirklich immer nur wieder loben. Sie macht das ganz, ganz toll dafür, dass sie ja 2 Tage alt ist und 2 Wochen zu früh kam. Sie macht das einfach ganz, ganz wunderbar. Und es klappt alles. Klar, es gibt Nächte, so wie jede Nacht bis jetzt, wo sie halt einfach auch mal ihre Zeit hat, wo sie einfach nur schreit. Aber da haben wir die Hebamme vorhin gefragt, das ist einfach wegen dem Bauch. Weil also der Magen dehnt sich, weil der Magen hat ja noch nie was verdaut und noch keinen Inhalt gehabt. Und das ist einfach alles neu und deswegen haben die Kleinen wohl am Anfang einfach ein bisschen Magenschmerzen. Und das merkt man ja auch an, also wenn man sie dann über die Schulter tut und so ein bisschen mit ihr durch die Gegend läuft, das tut ihr ganz gut. Und sonst wollte ich euch ja noch von der Nacht berichten, die war eigentlich ganz angenehm. Also wir sind ungefähr so um 10:30 ins Bett gegangen und dann hat sie bis um 1 geschlafen, aber nur 5 Minuten oder so im Beistellbett. Also wir haben ja das Beistellbett bei uns und da hat sie dann 5 Minuten ungefähr drin geschlafen. Danach wurde sie einfach so quengelig, dass ich immer nur so 2 Minuten geschlafen habe. Also ich selber habe 2 Minuten geschlafen, wurde dann wieder wach, weil die Kleine irgendwas gemacht hat. Und ja, dann habe ich sie einfach zu mir gelegt, habe sie so mit dem Stillkissen so umrandet, damit sie nicht rausfallen kann, beziehungsweise dass sie nicht ins Beistellbett wieder rollt oder so. Also ich habe halt das Stillkissen dahin gelegt. Und dann hat sie ja bis um 1 ungefähr geschlafen. Um 1 habe ich sie dann das erste Mal gestillt. Und das hat auch gut geklappt. In ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde hat sie dann schon getrunken. Wobei sie halt nicht die ganze Zeit trinkt, sondern sie macht ja viele, viele Pausen. Und genau. Und dann habe ich das nächste Mal gestillt, glaube ich, um 3. Ja, irgendwie so, glaube ich, um 3 oder so. Und um 4 wurde sie dann wach wegen Bauchschmerzen.
Und dann musste ich den auch wickeln, weil ja, Windel war voll, dann haben wir sie einmal gewickelt. Da wurde der Papa dann auch wach von. Also ja, wenn sie dann wirklich doll kreischt, dann wird der Papa auch wach. Und dann habe ich sie da auch nochmal gestillt. Genau, das war dann um 5, halb 6, glaube ich, sind wir dann wieder ins Bett gegangen. Und dann sind sie auch durchgeschlafen bis um 7. Und pünktlich um 7 ist sie dann auch nochmal wach geworden. Aber da mussten wir sowieso aufstehen, weil die Hebamme dann um 8 kam. Genau. Und das heißt, es lief also wirklich alles top. Ist eine gute erste Nacht für zu Hause, glaube ich. Also im Krankenhaus war das Ganze viel, viel schlimmer. Sie hat, ja, sie wollte nur an der Brust. Also sie wollte nicht weg. Sie wollte nirgendwo anders schlafen. Sie wollte immer meine Brust im Mund haben. Und hat dann manchmal immer getrunken. Aber so konnte ich halt eben nicht schlafen, weil ich immer sitze beim Stillen. Und schlafen und sitzen wird halt irgendwie schwierig. Und ja, deswegen waren die ersten zwei Nächte im Krankenhaus wirklich richtig Horror. Und ja, die erste Nacht zu Hause ist wirklich erholsam, würde ich sagen. Und genau, also die Wasserflasche. Sie macht das wirklich sehr, 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 sehr toll. Wir loben sie hier ganz, ganz viel. Aber das ist ja auch gut. So, jetzt sind wir aber schon wieder tags zu Hause. Wir werden jetzt schon Mittagessen. Die Kleine wird dann auch, denke ich, gleich Hunger haben. Beziehungsweise werde ich sie gleich einfach stillen. Steht doch tatsächlich einfach jemand auf unserer Auffahrt und wir kommen nicht rauf. Na gut. Hier ist übrigens unsere Wickeltasche. Proppevoll, aber Mama ist auf alles vorbereitet. Und es hat sich auch schon wirklich ausgezahlt. Das Video kam genau heute online. Total lustig. Genau, also wir haben wirklich alles dabei, was wir in jeglicher Hinsicht brauchen. Gerade beim Wickeln bei den Eltern, also bei Felix zu Hause, da war es auch wirklich wichtig, das, was wir alles dabei haben. Und genau. Schauen wir jetzt mal, was da. Wir da jetzt gleich mal auf die Auffahrt können. Felix schaut gerade mal. Wie gesagt, parkt da gerade jemand einfach so auf uns auf. Seht ihr das? Da. Und die kleine Mausi liegt hier immer noch ganz brav. Ja, mein Schatz. Ja. Gleich sind wir da. Ich packe hier gerade unsere Trage aus. Unsere neue. Mega, mega cool eingepackt. Mit so einem extra Beutel hier. Mega cool. Die ist nämlich von My Junior. Ich habe die in schwarz genommen. Hier seht ihr nochmal das Logo. Und genau, das ist so eine, keine Half-Bucket, sondern ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat die hier harte Schultergurte und auch einen harten Hüftgurt. Hier noch so ein Sonnenverdeck. Ja, werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Und dann auf jeden Fall berichten. Noch möchte ich nicht tragen. Ich möchte erst warten, was die Hebamme dazu sagt. Hallo meine Lieben, Tag 3 zu Hause und wir sind gerade aufgestanden. Es war eine richtig, richtig schöne Nacht. Die Kleine kam alle 3 Stunden nur, wollte dann gestillt werden, dann war wirklich Ruhe, also sie war wirklich so brav heute. Jetzt schläft sie. Ich habe ihr gerade Tee gemacht, damit ich... Der Hund. Ich habe gerade Tee gemacht, damit ich genug trinke und jetzt mache ich mir noch so ein bisschen Wassermelone habe ich hier. Wassermelone und noch einen Apfel und eine Birne schneide ich mir jetzt und dann gehe ich ganz schnell wieder zu klein, weil das ist jetzt ja auf Risiko habe ich sie jetzt hingelegt, weil sie eigentlich nur auf dem Arm gerade schlafen wollte, aber genau, schauen wir mal, ob sie schläft. Oh, sieht gut aus, ich habe den Fernseher übrigens auch. Ja, wir haben heute schon wieder richtig ekliges Wetter. Eigentlich wollte ich spazieren gehen, aber das wird wohl nichts. So süß, wie sie ihre Schnullerkette festhält, oder?